Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück bei einer weiteren Folge Let's Play The Tenants. Wir haben mal wieder einen Babysitter-Auftrag am Start, das ist schon mal sehr gut. Und jetzt schauen wir doch mal, womit wir uns renovierungstechnisch die Zeit vertreiben können. Hier kriegen wir 3600 Schleifen. Kann es sein, dass sie das irgendwie ein bisschen angepasst haben, dass es mittlerweile gar nicht mehr so furchtbar viel Kohle gibt für die Aufträge? Weil ich meine, wir hatten schon mal deutlich mehr bekommen. Wow, jetzt ist hier sehr viel Fläche. So, eins, zwei, drei. Drei Schlafzimmer und ein Badezimmer, okay. Kann ich den einen Raum eigentlich ignorieren? Egal, komm, wir fangen jetzt erstmal an. So, Böden sind nicht so wichtig, deswegen nehme ich nur so mittleres Preissegment. Ja, Wände sind dagegen deutlich wichtiger. Sehr schön, alles bezahlt, wunderbar. So, Schreibtisch. Laptop. Bürostuhl. Schlafzimmer 1 wäre fertig. So, Wände wichtig. Deswegen einen raushauen. Und einen Fernseher. Mal gucken, ob ich es wirklich bei dem teuren belassen kann. So, Wände gelb. Kühlschrank und Mikrowelle. Puh. Jetzt überlege ich gerade, will ich diesen Raum hier verwenden einfach? Und den Rest so lassen? Aber ich glaube, das gibt massiv Abzüge, oder? Komm, wir machen es so. Wir zerstören die Wand hier. So, Fliese. Wände braun. Duschkabine machen wir hier hinten hin. Toilette machen wir dahin. Dann wird es das größte Badezimmer aller Zeiten. Toilettenpapier da hinten, genau. Ja, komm, machen wir einfach mal. Den Spaß gönnen wir uns. Und Handtuchhalter, damit man noch Chance hat, auszurutschen. Zack. So, da noch eine Staffelei. So, und jetzt sollten wir uns mal ein bisschen mit Dekoration auseinandersetzen. So, was haben wir noch Schönes? So, wie schaut's aus? Ja. Da muss noch ein bisschen mehr her. Ja, sieht schon gar nicht verkehrt aus. Komm, wir stellen euch hier überall noch ein paar Bücher hin. Und hier dann noch zwei, drei Pflanzen. So, und fertig. Wow, mit den Büchern habe ich hier sogar die Dekoration gesenkt. Krass. Egal, nehmen wir so. Es möge reichen. Na, guck, hier haben wir mal wieder einen Job für 8000. Sehr schön. Oh, jetzt haben wir mal einige Jobs hier. So, hier schicken wir natürlich einen Profi. War noch eine zweite Nachricht?
Also, das schicken wir Onkelchen. Ach, hätte ich doch auch mal da den Profi genommen. Ich hatte jetzt irgendwie im Hinterkopf, dass das hier nicht unser Babysitter-Auftrag ist, sondern unsere eigene Butze. Das heißt, es wäre unser Geld gewesen, deswegen hätte ich jetzt Onkelchen losgeschickt, aber nun gut. Geht ja Gott sei Dank einigermaßen schnell hier. Sehr gut, Dankeschön. Und dann wieder raus mit dir. So, da haben wir den Profi schon geschickt. So, hier steht noch die Bewertung aus, aber müsste jetzt auch jeden Moment kommen. Sehr schön, da ist er. Und 5 Sterne, wunderbar. So, 2,7, 8.400. Ja, dann nehmen wir den nochmal. Der ja schön Schotter bringt. So, Onkelchen regelt mal wieder alles. Bin gespannt, ob jetzt wieder dieses interessante Wohnkonzept mit den 3 verschiedenen Bettentypen in einem Raum ist. So, Wand ordentlich verputzt. Fachmensch korrekt. Ein bisschen Drag aufgewischt. So, und jetzt kriegt noch die Dusche hin und dann hast du endlich mal wieder einen guten Lauf gehabt. Wo du alles geschafft hast. Sehr schön, geht doch. Und dann raus mit dir. Und wir regeln mal die Renovierung. Ja, es ist wieder das mit den 3 Bettentypen und 2 Badezimmer, okay. So, fangen wir mit den Badezimmern an. Erstmal bei beiden Fliesen rein. Ich warte mal mit dem Verkauf, vielleicht haben wir beim letzten Mal, wo wir die Polstange verkauft haben, nicht den vollen Preis bekommen, weil wir noch oben am Budget waren. Wenn ich jetzt erstmal hier ein bisschen was verbaut habe, sieht das vielleicht schon anders aus. Ah, Mist, Fußböden sind unwichtig. Dann können wir hier auch Billo nehmen. So, einmal eine braune Wand, einmal eine grüne Wand. So, 499. Wir kriegen die jetzt nicht. Ja, guck. Hat gepasst. So, Waschbecken. Klobürste. Und Klopapier. So, beide Badezimmer fertig. Wunderbar. Dann können wir jetzt hier loslegen. So, um es noch gemütlicher zu machen, gibt es einen schicken Betonfußboden. Wow. Erstmal den Sicherungskasten woanders hin. Wollen ihr wisst ihr was? Den packen wir mal hier hin. Schön in das Waschbecken. So. Ein Einzelbett. Ein Etagenbett. Hallo? Und ein Doppelbett. Komm, nehmen wir mal das Schöne hier. So, Schränkchen nehmen wir auch noch 2 kleine. Kriegen wir die dazwischen? Yes. Nein, das wollte ich nicht. Ist mir egal, wenn wir das Fenster zustellen.
Da schicken wir einen Profi. So, damit hätten wir die Küchenschränke. Wandschränke gibt es auch noch zwei. Einen weiteren Couchtisch. Hallo. Mein Gott. Dass er das nie rafft? So, zwei kleine Tische, die kommen hier hinten in die Ecke. So. Zwei Sofas. So, und damit ist auch der gewöhnliche Raum fertig. Und jetzt würde ich sagen, geben wir die letzten paar Euronen, Taler, Dollar, was auch immer, noch für ein klein wenig Deko aus. So. Ja, nicht so viel wie oft, aber ist egal. Wird schon reichen. Hurra, es funktioniert wieder. Also, wie lange haben wir dich noch? Ach, guck an, wir sind schon quasi fertig. Sehr schön, dann können wir gleich den nächsten Job annehmen. Also, den nächsten Babysitter-Job natürlich. Und natürlich 5 Sterne. Alles andere wäre auch doof. So, 2950 sieht doch sehr schick aus. Nehmen wir. Die anderen Aufträge hingegen sahen irgendwie gar nicht mehr so schick aus. Fünf Sterne, sehr schön. So, 2.500, 2.750, 2.750. Nehmen wir den, der ist ein bisschen einfacher. So, dann fangen wir mal an. Was soll das denn werden? Eine Kunstwerkstatt. So, wichtig sind Fußböden und benötigte Möblierung und unwichtig ist der erste Eindruck. Sehr schön. So, mit Bildhauertisch. Fangen wir mal damit an. Zeichentisch. Was? So, Zeichentisch. Staffelei. Ein Tisch. Ja, komm, hauen wir hier mal einen raus. Na, wobei, ich will mir jetzt nicht den Rest versauen. Wir hauen da einen raus. Das Grammophon. Kleine Pflänzchen natürlich auch noch. Noch eine Staffelei, okay. So, und zwei Gemälde. Wir haben noch 1000. Das heißt, wir nehmen einmal dich und wir nehmen dich direkt nochmal. Chap, chap, zerab. So, das sollte schnell verdientes Geld sein. Mit etwas Glück kamen jetzt neue Aufträge hinzu, aber es sieht nicht so aus. Schade. Was hast du denn bitte für Ansprüche? Hallo? Ach toll, das war jetzt natürlich unsere eigene Mieterin. Naja. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Egal. So, was sagt die Bewertung? Ah, hat für 5 Sterne gereicht. Sehr schön. So, 2750, ja, dann wirst du wohl derjenige welcher. So, ach, den Garten muss ich machen, okay. Grill haben wir schon, sehr schön. Was ist denn das teuerste? Das dürften die Bäume sein. So, Pflanzenständer.
So, ach, das Schwimmbecken. Das machen wir so, bewegen wir dich hier nach oben. Das Schwimmbecken habe ich leider überlesen. So, zwei Sonnenliegen. Und noch ein Pflanzenständer? Jo, Tatsache, wir brauchen zwei. So, und dann noch Gartendeko. Wir haben die chinesische Laterne. Und noch einmal den Brunnen hier. Und schab, schab, zerab. Schon sind wir fertig. Dann hoffen wir mal, dass das so gefällt. Wie wir uns das überlegt haben. Wie sehen denn die Finanzen aus? Wir haben eine... Warum machen wir... Ach so, sie hat Schuld. Warte mal. Da erinnern wir mal freundlich dran. So, sucht da was Schönes aus. Sorry, ich habe kein Geld. Ja, danke. So, sehr schön. Neue Gegenstände haben wir freigeschaltet. Wir haben die braunen Fensterläden. Wir haben Transition-Bücherregal. Steinmosaik als Ziegelpflaster. Ein Snake, weißer PC. Ein Neonstreifen. Ein großer Kaktus. Plämie, dunkler Traumfinger. Party-Neon-Reklame. Ach, jetzt haben wir auch das Feuerholz. Sehr schön. Eine große Whiskyflasche und eine Kerze. So, und 5 Sterne. Vielen Dank. Zimmer sieht jetzt perfekt aus. Ja, ist doch schön. So, leider ein recht schlecht bezahlter Babysitterjob. So. Geht doch. Und noch eine Bewertung. Und natürlich 5 Sterne. So, ihr Lieben, wir machen an der Stelle mal wieder einen kleinen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssikowski.